Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was ist besser als ein Film von David DeCodo? Richtig! Drei Filme von David DeCodo! Oh. Das war wahrscheinlich der Filmkritiker im Nachbarhaus. Aber ganz im Ernst, während man natürlich als ernsthafter Cinema-Snob mit den Werken von, David DeCodo und seinen 1000 Pseudonymen womöglich nicht unbedingt etwas anfangen kann, ist es an uns Trash-Fans, diese Filme so richtig wertzuschätzen. Und CMV Laservision hat im Mai 2022 ein Triple-Feature-Mediabook veröffentlicht, das neben dem gestern bereits besprochenen Nightmare Sisters auf einer eigenen Blu-ray dann noch eine zweite Disc enthält mit den beiden Filmen Explosion der Leidenschaften aka Deadly Embrace und Murder Weapon. Und diese beiden Discs sind dann, interessanterweise nur zwei Monate später, im Rahmen der Trash Collection separat erschienen, jeweils mit den beiden VHS-Cover-Artworks von Nightmare Sisters bzw. in diesem Fall Explosion der Leidenschaften. Und auf dieses Meisterwerk kommen wir noch zu sprechen, aber vielleicht sollten wir zuerst ein kleines bisschen in die Geschichte von diesen beiden Filmen eintauchen, denn interessanterweise entdecken wir dabei einige bekannte Gesichter. So wurde das Drehbuch von Explosion der Leidenschaften von Richard Garbai geschrieben, den wir ja eben bereits in unserem Video von Nightmare Sisters zu Gast hatten. Dort hat er nämlich die Rolle des Kevin gespielt. Er hat grundsätzlich in insgesamt 60 Produktionen mitgewirkt. Wir haben ja eben beispielsweise über den ein oder anderen Low-Budget-Michael-Dudikoff-Film bereits gesprochen, aber als Drehbuch hat er insgesamt nur 7 Titel abgeliefert. Dabei seien vielleicht auch noch Filme wie Virgin High oder die Kickboxing Academy erwähnenswert. Das Drehbuch hat er gemeinsam geschrieben mit Tony Malanowski, der beispielsweise eben auch als Cutter tätig war für, oh, Nightmare Sisters. Und generell ist das so ein Thema, das sich da durchzieht. Die Hauptrolle wird gespielt von dem wunderbaren Jean-Michael Vincent, den wir natürlich in erster Linie kennen als Hauptdarsteller Stringfellow Hawk von der Serie Airwolf, wo er zwischen 1984 und 1986 in insgesamt 55 Folgen zu sehen war, der allerdings natürlich auch in einigen Trash-Produktionen zu sehen war. So hat er in dem Film Explosion der Leidenschaften mitgespielt, wurde übrigens einen Tag bevor die Dreharbeiten zu dem Film begonnen hatten, überhaupt erst gecast und hat 2 Tage am Set verbracht und dabei sein eigenes Gewand getragen. So hat beispielsweise auch Linnea Quigley ihren eigenen Bademantel mitgebracht für diese Produktion. Wobei, wo wir an der Stelle bereits bei Linnea Quigley sind. Wir haben ja gestern bereits in dem Review von Nightmare Sisters darüber gesprochen, dass zwar Linnea Quigley grundsätzlich keine Schwierigkeiten mit Nacktszenen am Set hatte, aber sehr wohl, wenn sie mehr oder weniger dabei von hunderten Leuten begafft wurde. So hat sie auch bei dieser Filmproduktion, die sie übrigens selbst mitproduziert hat, immer wieder einige Stunden nackt auf einem Bett sitzen müssen und dabei eben ihre Sexszenen simulieren, während sie von teilweise 10 männlichen Crewmitgliedern dabei beobachtet wurde. Und sie hatte, obwohl sie, wie gesagt, den Film mitproduziert hat, keine Idee gehabt, wieso man am Set derartig viele Männer gebraucht hat, die ihren nackten Körper anschauen. Gutes! Kann ich hier mehr oder weniger erklären, macht sie diese Filme nicht eigentlich nur alleine aus dem Grund, damit Männer ihren nackten Körper anschauen können. Aber sie hat außerdem gesagt, dass was sie besonders interessant gefunden hat, dass es diese eine Sequenz gegeben hat, wo sie angekettet war und geschlagen wurde, dass sie in ihrem Augenwinkel den Regisseur David DeCodo gesehen hat, der sich wirklich zurückhalten musste, dass er nicht zum Lachen anfängt. Und sie hat auch nicht ganz verstanden, warum er die Tatsache, dass sie gerade gefoltert wird, so lustig gefunden hat. Dieser Film ist übrigens das erste Mal, dass David DeCodo sein Pseudonym Alan Cabot verwendet hat. Er hat dann
dem Draculina Magazine einmal erklärt, dass Alan Cabot eine alte Freundin von ihm war, die er in der Highschool hatte, wo er einen echten bösen quasi Breakup hatte mit ihr und sie als Screaming Bitch bezeichnet hat. Also hat er quasi jedes Mal, wenn er geglaubt hat, einen wirklich schlechten Film zu machen, ihren Namen in den Credits verwendet. She might have been a Screaming Bitch, but Payback is a real bitch. Allerdings hat er dann später übrigens dem Femme Fatale Magazin gesagt, dass er diese ganze Geschichte nur erfunden hat, um quasi zu vertuschen, dass er tatsächlich in Wirklichkeit schwul ist. Auch das eine Hammer-Story, wie ich finde. Aber wenn wir vielleicht ein kleines bisschen zurückkommen zum Cast des Films, wir sehen beispielsweise Jack Carter in dem Film, der beispielsweise in der französischen Revolutionsszene von Mel Brooks verrückte Geschichte der Welt als Rattenverkäufer zu sehen war oder aber auch als Bürgermeister in dem 1980 gedrehten Film Der Horror-Alligator, der allerdings bis zu seinem Tod im Jahr 2015 immer noch vor der Kamera stand, dabei bei einigen Disney-Sendungen wie iCarly auch in manchen Folgen aufgetreten ist. Er war auch in einzelnen Episoden von Serien wie CSI Las Vegas oder Desperate Housewives oder Monk immer wieder zu sehen und zuletzt gerade als Stan in 4 Folgen der erfolgreichen Serie Shameless, nicht ganz nüchtern. Wir sehen in dem Film Mindy Miller, wo wir gerade vorher über Alan Cabot gesprochen haben, sprechen wir vielleicht nicht über Mindy Miller, sondern über Ty Randolph oder Lisa Berenger oder Christy Devereaux, weil die gute Dame immer wieder gerne in verschiedenen Pseudonymen aufgetreten ist. Aber sie hat beispielsweise interessanterweise ohne einen Credit in den für den Film zu bekommen, auch eine Pinguinin, sage ich mal, in Batmans Rückkehr an der Seite von Danny DeVito bekommen. Wir sehen in dem Film außerdem Ruth Collins, die tatsächlich nicht das erste Mal in die Trash Collection von CMV einzieht, nämlich sie war bereits die Susan in dem 1987 gedrehten Film Psychos in Love und damit bereits von Beginn an eigentlich Trash Collection Alumni. Sie hat außerdem die Tina in dem Film Doom Asylum gespielt. Dann kommen wir zu Ken Abraham, über den wir tatsächlich auch vor kurzem gerade erst hier im Blu-ray-Check gesprochen haben. Er war ja der Editor von einigen, sagen wir mal, Real Life oder diesen wie auch immer sie heißen, diese Realserien wie Snooki und Jersey Shore und dieser ganze Dreck. Er hat allerdings eben auch in einigen Serien mitgespielt, wo einzelne Folgen von Criminal Intent, Emergency Room, The Shield, Six Feet Under, Angel und so weiter begleitet hat. Aber er hat auch den Sparky in Helden USA 4 bzw. den Dwayne in Vice Academy gespielt und ist natürlich eben hier als Chris Thompson zu sehen. Er war Butch in Creepzone, er war Ken in Vampire Party, ein Thug in Hobgoblins und hat tatsächlich genauso wie Lachlan Monroe übrigens eine seiner ersten Schauspielerfahrungen an einem Set der Serie 21 Jump Street an der Seite von Johnny Depp gemacht. Wir sehen in dem Film Kim Darby, die beispielsweise auch als Matty Ross in dem John Wayne Vehicle der Marshall aufgetreten ist, als Professor Brooks in Teen Wolf 2, beziehungsweise als Deborah Strode in Halloween 6, der Fluch des Michael Myers. Und damit ist eigentlich das der perfekte Filmtitel ever, wenn man näher drüber nachdenkt. Halloween 6. Der Fluch des Michael Myers. Könnte man eigentlich auch für Rob Zombies Halloween 2 verwenden. Wir sehen in dem Film Albert Popwell, der interessanterweise in 3 verschiedenen Dirty Harry Filmen in 3 verschiedenen Rollen zu sehen war. Er war ein Zuhälter in Callahan, er war Mustafa in Dirty Harry 3 und er war Horace King in Dirty Harry 4. Dann ist interessant, dass die Musik von diesem Film von Dale Kescher stammt, der ja tatsächlich auch die Nightmare Sisters noch mit musikalisch untermalt hat, der aber auch bei Action USA am Soundtrack gewerkelt hat und der seinen allerersten Soundtrack im Jahr 1970 gemacht hat, bei einer kleinen Produktion namens The Party at Kitty and Studs, die wahrscheinlich dem ein oder anderen eher bekannt ist unter dem Titel The Italian Stallion oder auch Randy oder Bocchi, die 6 Abenteuer des Sylvester Stallone. Ja,
der Film. Thomas L. Calloway hat in diesem Fall auch wieder hinter der Kamera gestanden. Er hat ja insgesamt bereits bei über 130 Produktionen hinter der Kamera gestanden und tut das bis heute immer noch. Darunter eben beispielsweise Filme wie Feast im Jahr 2005 oder im selben Jahr dann beispielsweise auch noch Return of the Living Dead 5. Dazu Titel wie Eiskalte Engel 3 oder Crash Dive 2, Future Force, Raging Honor 3, Critters 3 und 4. Wir hatten ihn ja ebenfalls bereits hier im Blu-ray-Check zu Gast, nachdem er auch für einige andere Full-Moon-Filme wie Jäger der verschollenen Galaxie, Creepzone oder Slumber Party Massacre am Ende des Tages mit für die Kamera beteiligt war. Er war außerdem noch Second Unit Kameramann bei Filmen wie Scanner Cop 2, Ghoulies 3, Hellraiser 4 und so weiter und so fort. Und eines muss man an der Stelle wirklich sagen, die Geschichte hinter Explosion der Leidenschaften ist ja mehr oder weniger eine Art, wie soll ich sagen, telenovelahafte Story. Wir haben quasi dieses Beziehungsdreieck, Viereck, wo der eine mit dem anderen hintergangen wird und es ist ein kleines bisschen ein unspannendes Filmchen, das zwar die ein oder andere interessante Szene zu bieten hat, aber muss ich tatsächlich sagen, definitiv der schwächere Film auf dieser Double Feature Blu-ray ist. Denn unser Hauptaugenmerk sollten wir einzig und allein auf den Film Murder Weapon liefern. Ein Film, der höchstwahrscheinlich aus gutem Grund damals nicht im deutschsprachigen Raum auf Videokassette veröffentlicht wurde, sondern der zum allerersten Mal mit diesem Blu-ray Double Feature bei uns veröffentlicht wurde und demnach natürlich auch nur im englischen Original mit deutschen Untertiteln vorliegt. Das könnte natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass CMV Laservision offensichtlich einen Multi-Picture-Deal mit Vinegar Syndrome abgeschlossen hat und eben neben Don't Answer the Phone, Nightmare Sisters, Explosion der Leidenschaften, dann auch Murder Weapon mit dazu bekommen hat. Aber dieser Film ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, auch er ist in seiner ersten Hälfte eigentlich relativ langweilig, aber er hat zwei Aspekte, die man definitiv nicht wegdenken kann. Erstens, einer der Schauspieler in dem Film ist Eric Freeman. Ja, Garbage Day. Puff, Eric Freeman, Silent Night, Deadly Night Part 2, Ricky Caldwell, Eric Freeman. Und wo ich an dieser Stelle gerade dabei bin, wie wär's eigentlich mit einer Trash Collection Blu-ray von Silent Night, Deadly Night Part 2? Das ist es definitiv, worauf die Trash Collection Fanbase wartet. Denn neben The Hills Have Eyes 2 von Wes Craven ist das definitiv einer der wildesten Stock-Footage-Filme, wo sich Eric Freemans Charakter nicht nur an Dinge erinnert, wo er gar nicht dabei war, sondern Eric Freeman, und das sage ich mit der größtmöglichen Wertschätzung, die ich ihm entgegenbringen kann, ein grottenschlechter Schauspieler ist und nicht eine einzige Emotion, ein einziger Blick oder eine einzige Bewegung ansatzweise richtig oder menschlich ist. Das ist eine der großartigen, vergeigten Performances in der gesamten Filmgeschichte. Danke, Eric Freeman. Da ist er im Film Murder Weapon tatsächlich verhältnismäßig noch gut, aber was diesen Film dann tatsächlich noch auszeichnet, ist die Tatsache, dass übrigens die Eröffnungssequenz von dem Film dann einige Monate, nachdem die eigentlichen Dreharbeiten bereits abgeschlossen wurden, gefilmt wurden. Dasselbe war übrigens dann auch beim ersten Teil, also bei Explosion der Leidenschaft mit den Szenen von Michelle Bauer. Aber der Dreh von diesem Film dauerte grundsätzlich, also der Hauptdrehteil dauerte 6 Tage. Und dabei hat David Dacoto in dem Film Murder Weapon die wahrscheinlich brutalsten Splatter-Mordsequenzen seiner gesamten Karriere abgeliefert. Holy freaking hell! In diesem Film sterben zwar nicht viele Leute, aber wenn sie sterben, dann sterben sie. Es gibt, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen, ein bisschen an Kevin Bacon Szene in Freitag der 13. erinnernde Sequenz, wo einem Kerl von unten durch den Brustkorb gegriffen wird. Aber es gibt eine Szene, wo mit einem Hammer auf die Seite von einem Kopf eingeschlagen wird, aber das eine absolut perfekte Maskennachbildung ist und dieser Hammer schlatzt einfach 5-mal oder so drauf, bis diese Maske komplett zerstört ist. Holy freaking hell, wenn dieser Film zuschlägt im wahrsten Sinne des Wortes, dann schlägt
schlägt er zu. Da könnte man natürlich mit einer der Gründe dafür nennen, dass der Film damals im deutschsprachigen Raum nicht veröffentlicht wurde, weil eine Indizierung wäre selbstverständlich, obwohl es nur um kurze Sequenzen gegangen wäre, die wahrscheinlich eh aus der deutschen Fassung wieder rausgeflogen wären, wäre sogar eine Beschlagnahmung zu denken gewesen. Was ich übrigens in diesem Fall interessant finde, ist, dass Linnea Quigley, die er auf der einen Seite, der es nicht immer ganz verstehen kann, wieso sich Männer ihren nackten Körper anschauen wollen, nachdem sie jahrelang Filme macht, wo sie Männern ihren nackten Körper zeigt. Aber was sie persönlich auch nicht besonders mag, sind Slasher-Filme, nämlich wegen der realistischen Gewaltdarstellung. Und trotzdem hat sie in diesem Film nicht nur mitgespielt, sondern ihn auch noch mitproduziert. Und die Aussage, warum sie das gemacht hat, ist quasi die Personifizierung des Sexismus, weil Linnea Quigley hat gesagt, der Grund, warum sie keine Probleme mit der expliziten Gewaltdarstellung in diesem Slasher-Film hat, war, weil die Opfer Männer sind. Und das ist ihr relativ wurscht. Sie hat nur was gegen realistische Gewaltdarstellung gegenüber Frauen. Holy freaking hell. Wir haben es übrigens hier mit demselben Haus zu tun, das, wie bereits erwähnt, auch schon bei Sorority Babes in the Slimeball Ballorama, Linnea Quigley's A Horror Workout und einige andere Sachen verwendet wurde. Was interessant ist, war, dass das Produktionsteam von Murder Weapon offensichtlich da ein bisschen einen Twist mit dem Besitzer von diesem Haus hatte, mit der Besitzerin, weil sie plötzlich der Meinung war, nachdem sie dort mehrmals schon gedreht hatten, dass sie gerade während der Produktion von Murder Weapon immer wieder Dinge aus ihrem Haus stehlen würden. Und nach nur 2 Drehtagen hat Linnea Quigley, hat das Team dann mehr oder weniger das eigene Equipment aus dem Haus irgendwie rausschmuggeln müssen und aus dem Fenster irgendwie rausreichen müssen, weil sie es an der Dame nicht mehr vorbeigebracht haben, weil die irgendwie immer der Meinung war, dass das, was sie da gerade mitnehmen, von ihr eigentlich geklaut wurde. Da muss man sagen, ja, die glaubt, dass wir Dinge stehlen, deswegen reichen wir unser eigenes Equipment beim Fenster raus, damit sie nicht sieht, was wir aus ihrem Haus mitnehmen. Ist auch eine Aussage, die vielleicht ein kleines bisschen sketchy ist, aber was ebenfalls interessant ist, der Film übrigens, Nightmare Sisters, kommt in dem Film Murder Weapon vor, weil ungefähr nach einer Stunde Filmlaufzeit gibt's eine Szene, wo sich Leute auf einer, wo Leute auf einer Couch sitzen und sich diesen Film, nämlich Nightmare Sisters, anschauen. Interessanterweise hat Eric Freeman für die Produktion von diesem Film ein Pseudonym benutzt und ist als Damon Charles in den Credits von diesem Film gelistet, weil er tatsächlich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nach seiner Performance in Silent Night, Deadly Night 2, er Mitglied der Screen Actors Guild war und diese Gewerkschaft es eben verboten hat, für ihre Mitglieder bei Projekten, die nicht Union, die nicht gewerkschaftlich reguliert waren, mitzumachen. Deswegen hat er mitgemacht und ein Pseudonym verwendet. So funktioniert das ja offensichtlich. Aber ganz im Ernst, so funktioniert offensichtlich auch Filmemachen Marke David Decoto. Das Drehbuch für den Film Murder Weapon stammt übrigens aus der Feder von Ross A. Perron, der neben dem Film Murder Weapon nur den Actionreißer American Rampage gemacht hat, der hierzulande nur in einer geschnittenen FSK 18 Fassung auf VHS-Kassette veröffentlicht wurde. Aber wir sehen in einer der Hauptrollen den Schauspieler Lyle Waggoner, der in der Original Wonder Woman Fernsehserie aus den 70er Jahren die Rolle des Steve Trevor gespielt hat, beziehungsweise in der wahrscheinlich bei uns kaum bekannten Carol Burnett Show den Ankündiger beziehungsweise natürlich Charakterdarsteller von verschiedenen Sketchcharakteren in 177 Folgen zwischen 1967 und 1974 gespielt hat. Wir sehen in dem Film außerdem noch Karen Russell, die interessanterweise eine Tänzerin bei Dick Tracy gespielt hat, beziehungsweise die Sean nie in Vice Academy. Wir sehen Victoria Nesbitt, die beispielsweise als Kämpferin bei Festung Amerika tätig war. Die Musik stammt auch bei diesem Film wieder von Del Carter. Man merkt halt, dass David Decoto immer wieder gerne mit demselben Team zusammengearbeitet hat. Die Kamera wurde zwar auch mit von Thomas L. Calloway, der es auch schon bei Explosion der Leidenschaften geführt hat, mitgeführt. Der hat allerdings keinen Credit bekommen. Credited wurde nur Michael Seaman, der allerdings
Flo, nicht wahnsinnig viele Arbeiten als Kameramann gemacht hat, zum Beispiel aber eben auch Linnea Quigleys Horror Workout, das waren schon zwei der insgesamt vier Arbeiten, die er gemacht hat, aber er war in der Kamera- und Elektrikabteilung tatsächlich teilweise bei einigen interessanten Produktionen dabei, wie zum Beispiel nach den 2000er Jahren als Rigging Technician, also derjenige, der diese ganzen Rigs aufbaut, bei Filmen wie The Good German beziehungsweise Das Leben des David Gale. Und geschnitten wurde das Ganze dann von Clayton Woolley, der beispielsweise auch als Musikredakteur am Set von Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes dabei war. Und nein, ich kann einfach nicht aufhören, Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes zu sagen. Er hat neben Murder Weapon übrigens dann nur mehr die Filme The Girl I Want bzw. Linnea Quigleys Horror Workout im Jahr 1990 geschnitten. Da haben wir es tatsächlich, und es ist unvorstellbar, mit zwei Produktionen zu tun, die tatsächlich noch mehr Low-Budget zu sein scheinen, als es damals Nightmare Sisters war. Wie gesagt, Explosion der Leidenschaften ist ein kleines bisschen auf der schnarchigen Sorte, hat aber tatsächlich alleine mit Linnea Quigley bzw. mit Jan Michael Vincent bzw. eben diesem Gärtner-Charakter tatsächlich einige gar nicht so unsympathische Figuren mit dabei, die sich teilweise ganz nett gegeneinander ausspielen, aber am Ende des Tages ist es halt tatsächlich etwas, das wie eine längere Folge von Reich und Schön oder irgend sowas wirkt. Da ist Murder Weapon definitiv empfehlenswerter, aber grundsätzlich ist es ja fein, dass wir uns bei den deutschen Veröffentlichungen von CMV Laservision gar nicht für einen von diesen beiden Filmen entscheiden müssen. Nein, wir bekommen beide oder halt alle drei, wenn man die original Mediabook-Veröffentlichung betrachtet, aber wir sind ja hier Mitglieder des Trash Collection Fanclubs und schauen uns deswegen, nachdem wir gestern einen Blick auf die Blu-ray von Sisters geworfen haben, uns heute die Double Feature Blu-ray von Explosion der Leidenschaften und dem großartigen, zumindest Splatter-Szenen und Eric Freeman großartigen Murder Weapon näher an. Das Cover-Artwork der deutschen Trash Collection Blu-ray von Explosion der Leidenschaften und Murder Weapon entspricht dem alten deutschen VHS-Cover-Artwork von Explosion der Leidenschaften, was natürlich aus verschiedensten Gründen nicht überraschen wird. Erstens verwendet die CMV Trash Collection natürlich gerne überwiegend die alten klassischen deutschen VHS-Cover-Artworks und zweitens gibt's ja von Murder Weapon leider kein altes deutsches VHS-Cover-Artwork. Deswegen hat man sich hier das von Explosion der Leidenschaften geschnappt, das damals von Videofon veröffentlicht wurde. Dabei konnte man dieses Cover-Artwork auch komplett erhalten auf dem andersformatigen Keepcase von der Trash Collection. So musste man lediglich oberhalb des größer gezeichneten Gesichts von, also ich glaube, Jan Michael Vincent auf dessen Namensschriftzug verzichten, beziehungsweise wäre unterhalb von dem Titelschriftzug dann noch ein relativ großer Cast-and-Crew-Block gekommen. Es musste auch der Titelschriftzug noch ein kleines bisschen nach oben geschoben werden, um so grundsätzlich das komplette Motiv erhalten lassen zu können. Vor allem, weil unterhalb von dem Motiv, wo jetzt hier die einzelnen Charaktere auslaufen, auch auf der VHS-Kassette nur mehr Text gekommen wäre. Man muss auf der einen Seite sagen, dass das hier definitiv ein wahnwitzig gezeichnetes altes deutsches VHS-Cover-Artwork ist, aber jetzt nicht ein besonders gut gezeichnetes altes VHS-Cover. Eines, das finde ich definitiv genauso viel Berechtigung hat, in einer Trash-Collection zu stehen, wie die auf dem Silberling enthaltenen Filme, weil ganz ehrlich, alleine die Zeichnung von Jan Michael Vincent, glaube ich, ist hier absolut großartig und auch generell diese etwas flächig, fast ein bisschen comichaft wirkenden Gesichtszüge sind bei anderen Charakteren auf diesem Cover-Artwork auch wirklich bemerkenswert. Aber was ich persönlich tatsächlich ernst gemeint wirklich bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass dieses Frontcover-Artwork hier auf dem deutschen Trash Collection Keepcase in wirklich absolut großartiger Druckqualität vorliegt, dass das Motiv relativ schön scharf und detailreich vorliegt, beziehungsweise eben, dass auch die Farbwiedergabe hier immer noch relativ dynamisch ist, was gemessen an dem Alter des Cover-Artworks definitiv nicht selbstverständlich ist. Wir können dann natürlich einmal einen kurzen Blick auf den Spine werfen, können an dieser Stelle einen kurzen Vergleich zwischen diesem und anderen Titeln aus der New Trash Collection ziehen
wie sich dieser Titel eben hier sehr schön in das Trash Collection Regal einordnet. In meinem Fall ist das hier ein kleines bisschen mit einem quasi Rückstau vom Backcover, aber das ist, nehme ich an, druckbedingt und wird nicht bei der gesamten Auflage der Fall sein. Dann können wir einen Blick auf das Backcover werfen. Da gibt es dann natürlich ein paar Screenshots aus dem Film. Es gibt die Inhaltsangabe bzw. die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und das ist in diesem Fall natürlich ganz besonders erwähnenswert, denn da gibt es zu dem Film Explosion der Leidenschaften ein paar alternative Outtakes ohne Ton, also quasi kein klassisches Blooper Reel. Es gibt zu beiden Filmen ein ganz kurzes Intro von David Picoto, wo er quasi ein bisschen auf den Dreh der Filme und ein paar Trivia-Bits eingeht, beziehungsweise es gibt auch zu beiden Filmen wieder einen Audiokommentar mit David Picoto und Linnea Quigley, und es ist auch in diesem Fall wieder absolut großartig, den beiden dabei zuzuhören, wie sie eben über die Produktion von diesen Filmen quatschen. Und es ist ja bei den beiden immer wieder eine interessante Information, wenn sie beispielsweise sagen, hey, wenn ich diese eine Pool-Sequenz heute drehen würde, dann würde die locker 10 Minuten dauern. Das finde ich persönlich absolut großartig. Und die beiden haben offensichtlich auch bei diesem Film wieder Spaß miteinander zu sprechen. Und das ist ein Spaß, der sich auch dann auf die Zuschauer überträgt. Absolut empfehlenswert, auch wenn die Audiokommentare natürlich im englischen Original vorliegen, aber nicht deutsch untertitelt sind. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere von dem Keep Case werfen. Da sieht man ganz eindeutig, dass CMV eher Team Explosion der Leidenschaften ist, weil dieser Film unter dem Originaltitel Deadly Embrace hier sowohl auf der DVD als auch auf der Blu-ray vertreten ist, wobei die Artworks in jedem Fall identisch sind, aber zumindest, damit das Ganze zumindest ein bisschen eine optische Abwechslung liefert, gespiegelt wurde. Jetzt, bevor wir allerdings zum nächsten Segment übergehen, möchte ich natürlich auch im Fall von Explosion der Leidenschaften wieder einen Blick auf das alternative Wendecover werfen. Das ist natürlich wie von der New Trash Collection gewohnt wieder mit dem klassischen Trash Collection Look gebrandet. Wir bekommen da die neue Rückennummer 173. Wir bekommen eben das Backcover in diesem klassischen, gräulichen Design. Und wir bekommen natürlich, und das finde ich absolut genial aus Komplettierungsgründen, auch auf dieser Seite den gelben Sticker mit unserer individuellen Limitierungsnummer, die natürlich auf beiden Seiten gleich ist. Wer übrigens bei allen Veröffentlichungen aus der Reihe dieselbe Nummer haben möchte, der braucht ganz einfach nur dem großartigen Trash Collection Club beitreten. Und das ist ja für Leute wie mich eine absolute Selbstverständlichkeit, weil ganz ehrlich, sich mit der Trash Collection zu brüsten, das ist einfach etwas absolut Schönes. Apropos Brüste und was Schönes, Linnea Quigley ist in beiden Filmen Deadly Embrace und Murder Weapon zu sehen, aber was in diesem Film noch alles zu sehen ist, das ist ja relativ schön, wenn man es auch wirklich sehen kann, und dafür brauchen wir eine gute Bildqualität. Bist du deppert, war das eine forcierte Überleitung. Aber natürlich möchte ich mich auch in dieser Ausgabe von Playzockers Blu-Ray Check mit euch über die Bildqualität der deutschen Blu-Ray-Auswertung von Deadly Embrace und Murder Weapon beschäftigen. Dazu habe ich von beiden Filmen in diesem Fall natürlich Screenshots angefertigt. Diese habe ich wie gewohnt in meinem Blu-Ray Check allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet. Aber ich musste die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern oder auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Blu-ray-Screenshots in der jetzt folgenden Slide schon nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und okay, dann schwimmen wir halt einfach mit dem Strom, dann gehen wir mit dem Trend und bevorzugen ausnahmsweise den Film Deadly Embrace, aka Explosion der Leidenschaften, und sprechen über diesen zuerst. Wie bereits erwähnt, wurden diese beiden Filme ebenfalls als Double Feature in Amerika von Vinegar Syndrome auf Blu-ray veröffentlicht und sind da bereits am 25. Oktober 2016 erschienen. Für die damalige Vinegar Syndrome Veröffentlichung würden beide Filme übrigens in 2K von den Originalkamera-Negativen abgetastet, wobei die beiden Filme im Gegensatz zu Nightmare Sisters allerdings eben aus Kostengründen nicht auf 35mm, sondern nur auf 16mm gedreht wurden. Das heißt, wer jetzt hier einen direkten Vergleich sucht und sich eben bei den ersten Screenshots von Deadly Embrace bereits denkt, dass dieses Bild ein kleines bisschen weicher erscheint, als es das noch bei Nightmare Sisters war, das liegt halt einfach am Ausgangsmaterial, wobei
ich persönlich wirklich sagen muss, dass für 16 mm Ausgangsmaterial die Bildqualität von dieser Deadly Embrace Blu-ray absolut phänomenal ist. Normalerweise ist einem 16 mm Filmmaterial, das ja mehr oder weniger bei der Standard 2K Blu-ray Auflösung eigentlich auf seinem formatbedingten Zenit gelandet ist, was es mit der Darstellung von Details zu tun hat, hier absolut perfekt. Wir haben eine gute Schärfe, wir haben eigentlich eine hervorragende Detailzeichnung. Wir haben natürlich einzelne Aufnahmen, die davon etwas abweichen, was aber wohl in erster Linie produktions- und drehbedingt war, dass eben der Fokus nicht ganz richtig eingestellt wurde. Wir haben natürlich in den dunkleren Sequenzen ein bisschen stärker auftretendes Rauschen und Filmgrain. Wir haben aber überwiegend bei den hellen Sequenzen ein sehr sauberes, sehr farbenfrohes und eben sehr kräftiges und leuchtendes Bild, was eben in dieser Intensität von 16 mm alles andere als selbstverständlich ist. Mit diesem Bild kann man dementsprechend definitiv zufrieden sein. Und damit sage ich bei Murder Weapon mehr oder weniger Copy and Paste. Dieser Film wurde ebenso quasi ziemlich zur selben Zeit mit ziemlich derselben Crew in ziemlich demselben Format abgewickelt. Dabei ist an der Stelle übrigens interessant, dass die Kompression, um darauf kurz einzugehen, bei beiden Filmen eigentlich recht in Ordnung ist. Explosion der Leidenschaften misst 84 Minuten Laufzeit und belegt 16,5 GB, wohingegen für Murder Weapon und seinen 81 Minuten Laufzeit 15,8 GB zur Verfügung standen. Das heißt, der Encoder von CMV hat quasi beiden Filmen so ziemlich denselben Spielraum gegeben, ist damit natürlich sicherlich auch ein bisschen dafür verantwortlich, vielleicht ein paar Feinheiten des Filmgrains wieder aus dem Bild genascht zu haben. Aber wie bereits bei den anderen Titeln muss ich auch in dem Fall dazu sagen, dass mir der Einsatz von etwaigen Rauschfiltern hier zumindest nicht in störendem Ausmaß auffällt. Und während wir bei Explosion der Leidenschaften eigentlich grundsätzlich gar kein Auftauchen von irgendwelchen Kompressionsspuren hatten, merken wir sie witzigerweise bei Murder Weapon lediglich beim Titelschriftzug. Da könnte es natürlich auch einfach an der Machart des Titelschriftzugs liegen, dass hier ganz eindeutiges Banding auftritt und dass das eben bereits wie etwaige weichere Einstellungen im Verlauf des Films produktionsbedingt ist und gar nicht auf das Blu-ray Master zu münzen ist. Das ist nämlich etwas, das bereits auch bei der amerikanischen Blu-ray von Vinegar Syndrome gemeldet wurde. Dabei muss man sagen, dass Murder Weapon natürlich eben gerade in der ersten Hälfte seine, wie soll man sagen, geringe budgetäre Ausrichtung wesentlich deutlicher noch zelebriert als Explosion der Leidenschaften und womöglich auch das ein bisschen was damit zu tun hat, dass der Film bislang bei uns noch nicht erschienen ist, weil neben einer extrem langen Titelsequenz, in der kein einziges Wort gesprochen wurde, neben einer fast schon penetrant langen Verhörsequenz, die dann direkt danach anschließt, ist der Film eben wirklich in seiner ersten Hälfte ein tatsächlich wahnsinnig lahmer Schnarcher, bis dann eben in der zweiten Hälfte die Splatter-Sequenzen starten und der Film beginnt Spaß zu machen. Aber was die Bildqualität betrifft, finde ich, sehen wir hier eben ganz deutlich dasselbe, was auch schon bei Explosion der Leidenschaften zu sagen war. Grundsätzlich eine sehr gute Bildschärfe für 16 mm, auch eine überraschende Detailzeichnung bzw. Farbbrillanz, etwas stärkeres Rauschen in den dunkleren Sequenzen, aber grundsätzlich eben hier für extrem billige Filmproduktionen eine absolut überzeugende Bildqualität. Und auch wenn es jetzt mittlerweile schon einige Minuten her ist, dass ich diese Geschichte im Video erzählt habe, aber ich wünsche mir einfach immer noch fast, dass diese Alan Cabot-Geschichte wahr ist. Ein Regisseur, der als Rache aus seiner Ex-Freundin ihren Namen für seine beschissensten Filme verwendet. Das wäre zu gut, um wahr zu sein. Ist es ja leider auch. Aber zu gut, um wahr zu sein, sind tatsächlich auch einige Filme von David Decoder, wenn man ein kleines bisschen unter die Oberfläche blickt. Ich muss ja sagen, dass ich für Nightmare Sisters tatsächlich jetzt bei der wiederholten Sichtung deutlich mehr übrig hatte, als ich das nach der ersten hatte und als ich dementsprechend nach auch erwartet hatte. Aber während Explosion der Leidenschaften tatsächlich eher meine Leidenschaft zum Kopfpolster geweckt hat, war es Murder Weapon, der, nachdem ich mir vor allem bei der Anfangssequenz
Sequenz des Films und generell den ersten 20 Minuten dachte, oh nein, das wird noch schlimmer als Explosion der Leidenschaften. Nein, dieser Film hat sich dann um 180 Grad herumgedreht, präsentiert uns einen großartigen Eric Freeman bzw. phänomenale, wirklich verdammt gut gemachte und verdammt harte Splatter-Effekte, die ich in dieser Form in diesem Film definitiv nicht erwartet hätte. Und ja, nachdem die Geschichte hinter Alan Cabot definitiv eben passen würde dazu, dass David DeCoto dieses Pseudonym für diese Filme verwendet hat und nicht für alle seine 1313-Filme, ist es definitiv eine absolute Überraschung gewesen damals, dass CMV Laservision eben gleich alle drei DeCoto-Filme als Triple Feature ins Mediabook gepackt hat, beziehungsweise jetzt dann als Trash Collection, oder jetzt im Juli 2022, nur zwei Monate nach dem Debüt der Mediabooks, auf der einen Seite natürlich die Disc von Nightmare Sisters ausgekoppelt hat und dann die Double Feature Disc mit Explosion der Leidenschaften und Murder Weapon auch extra noch in die Trash Collection aufgenommen wurde. Und oh ja, diese Disc gehört in die Trash Collection. Ein fantastisch vergeigtes Cover, fantastisch vergeigte Filme mit einigen wirklich definitiv coolen und sehenswerten Sequenzen und dazu in erster Linie zwei Audiokommentare mit extrem gut aufgelegten David DeCotos und Linnea Quigleys, die definitiv hörenswert sind, machen das, finde ich, zu einer großartigen, trashigen Veröffentlichung, die in gar keiner B-Movie- und Trash-Filmsammlung überhaupt fehlen darf.